Namen hier, das Telekom Speedboard B723V, ein aktueller WLAN-Router der Telekom. Auf der Vorderseite des Gerätes beim B723V sind hier Leucht-LEDs, die jetzt im ausgeschalteten Zustand nicht aktiv sind. Zum einen die Power-LED, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht. Die DSL-LED, ob die DSL- bzw. VDSL-Verbindung besteht. Eine Online-LED, ob die Verbindung aktiv ist und Daten transferiert werden können. Die WLAN-LED, ob das kabellose Internet aktiv ist. Telefonie, ob Sie telefonieren können über das Gerät, also ob die Internettelefonie eingerichtet ist. Und eine Service-LED, die Sie informiert, wenn es Probleme mit dem Gerät gibt. Auf der Rückseite des B723V sehen Sie hier die Anschlüsse. Wir haben hier den Eingang für Ihre Telefonleitung. Daneben die DSL-Anschlussbuchse, um ein Gerät per DSL anzuschließen, also den Eingang Ihres DSL-Signals oder VDSL. Daneben die vier gelben großen sind die Netzwerkschnittstellen. Hier können Sie den Computer oder auch andere netzwerkfähige Geräte per LAN-Kabel anschließen. Und auf der ganz rechten Seite finden Sie die Netzschnittstelle, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Und hier auf der oberen Seite noch zwei Buchsen zum Anschluss von analogen Telefonen. Wir können also mit dem Telekom Speedboard B723V auch analoge Telefone für die Internettelefonie nutzen. Auf der Seite des Gerätes sehen Sie hier noch eine USB-Schnittstelle. Hier können Sie einen Netzwerkdrucker oder auch eine externe Festplatte anschließen, um diese gemeinsam im Netzwerk mit mehreren Computern nutzen zu können. Dies ist das Telekom Speedboard B723V von der IFA 2011 in Berlin.